Da die Elektromobilität in der Automobilbranche immer weiter Einzug hält, ist es nicht verwunderlich, dass auch im Bootsbereich die Nachfrage steigt. Besonders in der Dinghy-Szene wird die Alternative zum Verbrennermotor immer interessanter. Solch ein Paket haben wir heute im Test, die AquaSpirit 290. Und damit herzlich willkommen zu Boote TV. Die AquaSpirit ist ein 2,88 Meter langes RIP mit einem 1 kW Elektromotor. Bei letzterem handelt es sich um einen E-Propulsion, dessen großer Vorteil ist, dass das Akkupack integriert ist und nicht erst eine schwere Bleibatterie mit ins Boot gehievt werden muss. Das heißt, der Akku wird einfach nur auf den Außenborder aufgesetzt und eingeklickt. Motor und Akku wiegen zusammen 19,4 Kilo, was zwar 1,5 bis 6 Kilo je nach Hersteller mehr Gewicht im Vergleich zu einem 2,5 PS Außenborder Verbrenner bedeutet, aber durchaus noch einfach zu handeln ist. Dazu gehören auch der Anbau mit den Knebelschrauben, das Umstecken des Trimbolzens und das Anlegen der Quickstop-Liner an einen Magnetschalter. Leichtes Spiel auch beim Aufbau des Bootes. Denn hier muss man nur drei Luftkammern aufblasen, am einfachsten natürlich mit der E-Pumpe, Duft einbauen und los geht's. Das Testbootgewicht liegt bei gut 60 Kilo, was zwei Personen nicht gemütlich, jedoch ohne große Probleme tragen können. Aber meist wird das RIP vermutlich mit Hilfe der Davits oder ähnlichen Hilfsmitteln an Bord gehievt. Das Ablegen von Steg- oder Badeplattform gelingt mit dem Pinnendrehgriff recht einfach, wenn man erstmal die Funktion von rückwärts und vorwärts verinnerlicht hat. In die eine Drehrichtung fährt das Boot nach vorne, in die andere Richtung dann rückwärts. Bei den Messwerten nehmen wir in diesem Fall jedoch nicht die Drehzahl, sondern die Leistung in Watt, die die Abstufung vorgeben. Bei 1000 Watt ist die Maximalleistung erreicht und wir fahren mit einer Geschwindigkeit von 8,5 km/h. So errechnet sich eine Reichweite von 7,2 km plus 15% Reserve. Bei etwa 3 km/h weniger, wenn die Digitalanzeige auf dem Pinnendisplay nur 200 Watt anzeigt, wird die Reichweite mit 23 km in etwa verdreifacht. Der Geräuschpegel ist natürlich über die gesamte Fahrt sehr angenehm leise. Für die Kursstabilität spielt es keine Rolle, ob wir nun mit etwa 5 km/h oder 8 km/h fahren. Grundsätzlich fährt die AquaSpirit 290 spurtreu geradeaus. Einfluss auf die Kursstabilität haben Gewichtsverlagerungen. Dieses Verhalten liegt jedoch bei einem Schlauchboot dieser Größe in der Natur der Sache. In engen Kreisen mit Vollgas zieht der Rumpf eng rum und der Propeller bleibt immer kraftschlüssig. Sollte der Motor mal streiken, lässt sich die AquaSpirit 290 mit den serienmäßigen Riemen in Dollen prima rudern. Damit der Ruderer auch immer die richtige Position hat, lässt sich die Ducht praktischerweise verstellen. Damit die Füße einen guten Stand haben, beklebt die Werft den lackierten Aluboden mit Anti-Slip-Matten. Im Bug ist ein Staukasten mit Deckel untergebracht, in dem beispielsweise der serienmäßige Blasebalg Platz findet. Wer eine per Sending möchte, muss Aufpreis zahlen. Diesen Schutz empfehlen wir besonders dann, wenn das Boot längere Zeit in den Davits hängt und der UV-Strahlung ausgesetzt ist. Zum Festmachen spendiert die Werft Ösen, die fest am Rumpf verschweißt sind. Weitere Pluspunkte sind spritzwasserabweisende Scheuerleiste, Lenzöffnung, Außenborderblech mit Abrutschkante und Öse. Im Bereich Fahren und Manövrieren ist uns die einfache Bedienung und das gute Manövrieren aufgefallen. Auch die gute Verarbeitung ist für uns ein Pluspunkt. In puncto Sicherheit gibt es von uns einen Pluspunkt für die Möglichkeit des uneingeschränkten Ruderns. In Sachen Komfort an Bord fällt die verstellbare Duchtposition positiv auf. Negativ hingegen, dass die per Sending aufpreispflichtig ist. Unser Fazit? Die AquaSpirit 290 ist ein solides kleines RIP, das sich gut als Dinghy einsetzen lässt, aber auch für kleinere Entdeckungstouren taugt. Zusammen mit dem E-Außenborder ist man leise und umweltschonend unterwegs.